nochmal Muni. Ja gut. Was haben wir da? Zugschlüssel. Und Erste-Hilfe-Spray. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Dienstaufzug rufen, ja bitte. Mach das mal. Objekt hier ablegen. Ja, wir wollen das mal machen. Ich würde ganz gerne das da reinpacken. So, okay. Grünes Kraut nehmen wir auch mit. Mal zusehen, wie wir hier rauskommen. Er steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnten sie es herausbekommen. Ja, jetzt ist es natürlich doof. Wir sind natürlich hier mitten gefangen. Jetzt müssten wir wechseln. Geht ja zum Glück relativ easy. Also wenn, mal ganz ehrlich, ne, wenn ich hier auf dem Zug wäre, dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Ich würde hier ganz einfach weitergehen bis zum Führerhaus, also zum Schaffnerhaus, und da weitermachen. Und den Zug dann anhalten. Anstatt mich hier durch die ganzen Gegend hier zu ballern. Na komm, weiter hier, Art. Also die Steuerung ist kriminell, ganz ehrlich. So, alles klar. Wir steuern jetzt Billy. Ja, bitte. Wir gehen mal runter. Gucken mal, was Faktum ist. So. Kommen wir da rein? Nein, noch nicht. Okay, anderen Seite verschlossen. Dann gehen wir mal runter gucken, was uns jetzt erwartet. Das ist das. Ah. Von der anderen Seite verschlossen. Das ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Okay. Es sieht auf jeden Fall hier echt widerlich aus. Sind wir doch gekommen, oder? Hier, ach, hier ist der Fahrstuhl. Okay. Ja, komm, wir nehmen das mal. Besser ist das. Na, schauen wir mal. Ich habe so das Gefühl, okay. Oh, nicht schon wieder. Oh, jedes Mal drücke ich die verkehrte Taste, ne? Das ist doch echt. Okay, das hinne. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Sorry, Leute. Was haben wir denn hier? Durchs Fenster sehen Sie eine kaputte Leiter, aber die nützt Ihnen jetzt nichts. Okay. Ach, komm. Na, wo bist du denn? So, wir gehen nach oben. Zack, zack. Hier hätten wir Kraut. Ih, das sieht so ekelhaft aus. Ich nehme es jetzt mal nicht mit. Ich nehme es noch nicht mit. Okay, hier kommen wir gerade noch nicht weiter, wie es aussieht. Oder? Die sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Ja, lecker. Komme ich hier irgendwie? Wie warte denn immer das?
Nee, hier geht's auch nicht weiter. Schauen wir mal. Okay, wir sind... Ja, da wackelt die Hand noch von dem Zombie, auch nicht schlecht. Da ist auch nichts. Okay, die ist zu. Verschlossen. Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Ja, ich habe so das Gefühl, wir brauchen jetzt... Warte mal ganz kurz. Auf Rebecca. Ja, komm. Wir holen uns mal den. So, zack. Ja, wir wollen mal was ablegen. Und zwar... Zugschlüssel. Alles klar. Knopf drücken, ja bitte. So, wechseln wieder durch. Jetzt müssen wir zurück zum... zum Fahrstuhl. Uns den den Dingsbums holen. Den Schlüssel. Aber vorher gehen wir jetzt nach oben. Nochmal ganz kurz. Nehmen das Kraut mit. Das schicken wir dann nämlich Rebecca. Die kann ja schließlich mischen. Okay, nee, das will ich auch nicht. Hallo, du sollst das andere Dings mitnehmen. Ja, das wollen wir mitnehmen, genau. Das. Alles wieder runter. Also das mit den Ladezeiten ist ein bisschen nervig. Aber das war damals halt so. Da müssen wir jetzt leider mit leben. Ja, dahin. Marsch, marsch. Bum, 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 bum. So, weiter. Jetzt waren wir, glaube ich, genau. Staff only. So, jetzt nehmen wir den Schlüssel. Ja, bitte. Gut, und jetzt packen wir der guten Rebecca das Zeugs rein. Ja, wir senden es ja auch gleich. Wechseln rüber, also das ist ein bisschen, ja... Anders, als man es erkennt. Ja, wir nehmen das. Danke. Ja, wir wollen es... Genau. So. So viel dazu. Jetzt... Genau. Das kombinieren damit. Jetzt haben wir zwei davon. Sehr gut. Okay, das sieht ganz gut aus. Der hat noch ein Messer dabei, aber wenig Patronen. Dafür hat sie mehr Patronen. Okay, alles klar. Schalten wieder durch. Halt. Hat er den Schlüssel? Ah, Quatsch. Verkehrte Taste. Sorry. Er hat den Schlüssel, ne? Conductor Room, oder wie es heißt. In Ordnung. Alles klar. Und wieder zurück. Dass wir da vielleicht reinkommen. In einen Raum.
Gut, kein Respawn, das ist gut. War das... War, glaube ich, geradeaus weiter durch. Das Gute ist, theoretisch kann man sich in dem Zug hier nicht so sehr verlaufen. Weil so viele Möglichkeiten hier durch die Gegend zu eiern gibt es ja nicht. Ja, jetzt gucken wir mal. Aha, seht ihr? Jetzt ging das nämlich. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen? Natürlich. Vielen Dank. So. Was haben wir denn hier? Eine Karte. Karte des Zugs mitgenommen. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Knopf, glaube ich. Sein Schalter umlegen. Alles klar. Haben wir auch gemacht. Was ist hier? Aktentasche mitnehmen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Mal schauen. Aktentasche untersuchen. Keine Ahnung, wofür die gut ist. Scheint verschlossen zu sein. Die zwei Öffnungen sehen aus, als würde ein rundes Objekt hineinpassen. Okay, ein rundes Objekt haben wir aber noch nicht. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hier liegen auf jeden Fall Kräuter, die auch gut wären, glaube ich. Was haben wir hier? Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ich ihn sicher jemandem abgeben. Aber doch, er ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Alles klar. Okay. Mhm. Also wir können jetzt hier hochgehen. Ich könnte auch die Kräuter mitnehmen, aber da wir, wie gesagt, wir haben ja leider Probleme, was das Inventar angeht. So, wo sind wir denn hier Feines gelandet? Das hört sich nicht gut an. Okay, da geht es weiter, wie mir scheint. Was haben wir denn da? Schau an, ein Eispickel. Hier jede Menge Zeugs. Also Kräuter wären gut für Rebecca, die könnte da ordentlich mischen. Pistolen. Munition, sehr gerne. Da geht's nicht. Ah, Flinte. Flinte. Ich hab keinen Platz mehr, ne? Ja, verdammt. Voll, wie ich das hasse, ne? Wenn man so ein begrenztes Inventar hat. Okay, wir haben jetzt zumindest mal schon mal den Eispickel. Mit dem könnten die sich jetzt Rebecca, glaube ich, befreien. Ah, hier ist so widerlich. Ah.
Ist so widerlich, ganz ehrlich. Wir gehen mal raus. Knarre müssen wir uns später irgendwie holen. Okay, wir gehen mal weiter. Oh oh. Alter. What? Ein Skorpion? Ich hätte vielleicht doch die Knarre nehmen sollen. Alter. Okay, da unten hinschießen. Weiß nicht, wohin ich schieße. Habe ich das Vieh getötet? Oh. Alter, was für ein Scheißvieh hier. Hier liegt was. Ah, ich kann es nicht nehmen, wa? Na toll, ich muss es liegen lassen. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich muss erstmal runter. Muss dann wieder hoch das Teil holen, um die Zugluke dort hinten zu öffnen. Das ist also. Das ist nervig. Ganz ehrlich, das ist nervig. Okay, alles klar. Wir gehen wieder raus, gehen zum Fahrstuhl, geben Rebecca den Eispickel, damit die sich befreien kann. So in etwa ist der Plan. War es jetzt hier? Verschlossen. Nein, hier war es nicht. Einmal durch die halbe Welt laufen. Yes, baby. Wir machen das ja so gerne. Unnötiges Backtracking. So, dieses komische Skorpion-Ding war ja schon... Ja. Unschön. So. Los, ich brauch mal... Warte mal, ich hab doch grad immer eine blöde Frage. Momentchen mal. Karte, das ist doch ein Safe-Raum, oder? Da. Safe-Raum. Gibt's da keine Kiste oder sowas? Objektliste, Symbole, Karte, Ebene. Okay, nee, das ist Blödsinn. Staff only, hier rum. Warte mal kurz. Warte. Ist da was drin? Muss man ganz kurz gucken. Nein, da ist kein Objekt drin. Nein. Wechseln. Ja. Bitte. So, wir merken uns, oben waren jede Menge Kräuter, eine Knarre und dieses Teil zum Aufmachen des Dings. So, den Eispickel wollen wir da hinlegen. Ja, bitte. Okay. Ja, wir nehmen das, danke. Ich hoffe, ich kriege jetzt das Ding auf. Warte. Alles klar, dann haben wir wieder zwei frei.
Steckt etwas im Schlüsselloch, dann lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnten Sie es herausbekommen. Okay. Probieren wir mal. Ob's geht. Der Türgriff ist jetzt frei. Juhu! Natürlich. Nee. So nicht, mein Freund. So, da geht es. Glaube ich, raus. Oder geht es da hinaus? Und aufs Dach zu führen. Nein, da wollen wir ja nicht hin. Leiter hochklettern? Nein. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen die Knarre holen. Und das andere Objekt. So, er ist hier drinne. Vielleicht kann ich dir sowas geben. Der hat das da drinne. Der hat das. Der hat das. Das ist in Ordnung. Okay, Billy lassen wir jetzt mal hier. Das ist jetzt nicht schlimm. Um hier weiterzukommen, so viel ist klar, ist, brauchen wir dieses andere Teil. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. War es oben? Ich weiß es gerade gar nicht. So viel zum Thema, man kann sich nicht verlaufen, ne? Nein, hier war es nicht. Es war weiter vorne. So, okay, und raus. So. Die Knarre hätte ich natürlich auch ganz gerne schon, aber... Okay, jetzt reicht's mal mit euch Typis hier. Scheiß Respawn. Die Knarre würde ich schon gerne mitnehmen, aber... Das Fenster, sehen Sie eine kaputte Leiter, aber die nützt Ihnen jetzt nichts. Okay, da war, glaube ich, wirklich oben, ne? Ja, mal kurz gucken. Ja, das Objekt war... Okay, das war nicht hier. War dann doch noch weiter vorne. Okay, dann gehen wir weiter vor. Och Mensch. Na, kannst du... Scheiß Typis hier, die gehen mir echt auf den Puffer. So, weiter. Immer weiter. So, das ist das jetzt. Ich glaube, dem hier geht's nicht so gut. Das ist zu noch. Okay, wie war das? Er war hier, glaube ich, hier drinne. Und dann ist er über die Leiter, genau, über die Leiter. Ja, bitte, Leiter hochklettern. Ah, da oben liegt ja auch noch die Knarre. Die würde ich auch gerne mitnehmen, aber... Aber erstmal nehme ich mir hier noch was mit. Nehme ich das rote...
Kraut, beziehungsweise wir gucken nochmal hier rein. Ich glaube, hier war die Knarre drin, ne? Hätte ich ja schon gerne, aber ich habe keinen Platz. Das ist das Problem. Die Frage ist, stackt es? Wir nehmen es mal mit. Wie viel haben wir denn? Stackt es? Ja, es stackt. Wunderbar. Gut, anders Klärchen. Dann machen wir mal. Oh, die Knarre verlockt, ne? Hier mit der Pistole, Munition ist auch da. Wir machen mal Folgendes. Ich werde mir mal das hier reinputzen. Knarre kann, werde ich immer noch nicht mitnehmen können, aber ich kann noch mal das Zeug da draußen mischen. Okay, dann machen wir mal. Einmal. Das ist so eklig, diese Geräusche. Machen wir das. Nehmen wir das Rote noch mit. So, jetzt sind wir natürlich voll. Kombinieren. Das geht nicht. Och nö. Ich dachte, rot und rot geht. Das ist ja doof jetzt. Ich dachte rot und das ging. Schlecht. Auf jeden Fall jetzt hier schön Platz in dem Raum. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. What's going on? Engine failure. Emergency landing. A train? Resident Evil Zero.